Im Finale der Siedelkampagne ist der Klimawandel auch bei den Siedlern angekommen. Wie im echten Leben haben die Völker schon raus, wer sich darum kümmert. Nicht sie selbst. Die Wikinger haben wohl den Kürzeren gezogen und müssen daher im Alleingang den Klimawandel aufhalten. Wieso ist das so realistisch? Und was hat Greta Thunberg damit zu tun? Ich glaube, wir sind etwas Großem auf der Spur. Diese Karte ist mal wieder eine Weltkarte, aber nicht ohne Eigenheiten. Laut der Karte in der Missionsbeschreibung sollten wir eigentlich in Alaska starten, aber tatsächlich starten wir in einem ziemlich deformierten Europa. Großbritannien hat offenbar schon den Brexit vollzogen und ist gänzlich unauffindbar. Die Amerikas können wir zu Fuß erreichen, dafür brauchen wir unbedingt ein Schiff, um nach Afrika zu gelangen. Und Australien ist zwar zur Abwechslung mal mehr als ein kleiner Fleck Sand im Ozean, aber auch hier effektiv nur ein Vulkan. Jedenfalls vermute ich, dass das ein Vulkan darstellen soll. Unser Ziel ist es, 5 Wüstengebiete auf der Karte mit Bäumen zu füllen. Und deshalb kann diese Aufgabe schon mal nicht an die Mayas oder Trojaner fallen, denn die könnten auf der Wüste einfach Palmen pflanzen und das wäre zu leicht. Wir müssen den Abkürzungszauber der Wikinger nutzen, um die Wüstengebiete in Grasland zu verwandeln. Falls ihr vorher nicht wusstet, dass das geht, dann herzlichen Glückwunsch, das hier ist nämlich so ziemlich die einzige Mission, in der man das braucht. Bei den 5 Wüsten handelt es sich einmal um die Sahara, die türkisch-arabischen Wüsten, die hier zusammenlaufen, die Wüste Gobi und eine Wüste in Südamerika, die es so im echten Leben gar nicht gibt. Südamerika hat zwar einige Wüsten, aber die sind kleiner und anders verteilt. Südlich eurer Startposition befinden sich die Alpen und hier findet ihr Kohle, Eisen und Gold. Falls ihr zusätzliche Steine benötigt, expandiert einfach weiter nach Süden. Dort findet ihr einen weiteren Berg, der genau diesen Rohstoff enthält. Lasst euch nur nicht von den Tipps zur Mission täuschen, ihr bekommt keine weitere Unterstützung. Vielleicht gab es mal Pläne, dass irgendwas mit dieser Ruine gemacht werden kann, aber das ist pure Spekulation. Diese Mission ist mal wieder von der Grundidee her lustig, aber auch sehr zeitaufwendig. Wir warten auf Mana, wir warten auf die Förster und unsere Priester müssen wir bei der Anwendung der Zauber auch direkt steuern. Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch nicht allzu genau arbeiten, es muss einfach nur jeweils 250 Bäume im Umkreis von 40 Feldern um das Zentrum jeder Wüste geben. Die einzige richtige Hürde ist die Tatsache, dass ihr eine Fähre brauchen werdet, um die Sahara zu erreichen. Sobald ihr die Wüsten begrünt und damit 5 separate Ökosysteme ruiniert habt, seid ihr mit der Siedelkampagne fertig. Und ich gehe jetzt mal bereuen, dass ich diese Mission nicht gespielt habe, als Team Trees aktuell war.